Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Mindblade Warband mit der Monika. Sie ist im Kanat Kergitreich und ja, wir haben schon ein bisschen mit der Story begonnen. Also wir haben eine eigene Story entwickelt, weil das Spiel ja nicht so die Story hat. Und ja, wir müssen mal zurück zu Tulga, dem Händler, Bescheid geben, dass wir uns hier 12 Leute geholt haben. Besuchen wir die Schenke. Gut, ich glaube, ich nehme den mal mit. Bekomme ja sowieso genug Geld über. Was? Was? Ich habe noch was. Laden, bitte. So. Hat doch mehr gekostet. Na gut. Ich glaube, 400 hat es sogar gekostet. Naja. Hervorragende Arbeit. Ihr habt genug Männer rekrutiert, um es mit den Banditen aufzunehmen. Nun reisen denn nach Tulga, sagten uns, dass eine kleine Gruppe Räuber außerhalb der Stadt lauert. Ich befürchte, sie gehorchen alle der gleich der Bande an. Also sie gehören alle gleich den Banden an. Nämlich die meinen Bruder entführt hat. Finde sie und mach sie nieder und lass euch von ihnen sagen, wo ihr Lager ist. Jawohl, ich werde Banditen jagen gehen. Bisschen Gothic-Feeling. So. Gehen wir mal raus. Da sind sie schon. Ja, wir greifen sie zuerst an und dann leveln wir noch ein bisschen die Soldaten bei den anderen normalen Räuberbanden. So, was wollt ihr? Ich habe euch gesucht, sagt mir, wo ihr eure Gefangenen versteckt haltet und ich lasse euch laufen. Ha, diese Gefangenen kommen nur frei, wenn ihr ihr Lösegeld berappt. Habt ihr Silber mitgebracht? Nein, aber Stahl. Ja, genau, Stahl. So. Gut, lassen wir die mal ein bisschen kämpfen, damit sie Erfahrung bekommen. Ah, das sind schon recht gute Soldaten. Na? Ah, jetzt kommen sie. Gut. Nein, nicht zu mir, bitte. Ein bisschen ablenken. 1 zu 0 für uns. 2 zu 0. 3 zu 0. Jetzt kommt noch der dran. Vier zu 0. Oh. Ja. Gut. Ach, verschont mich, lasst mich leben, lasst mich laufen. Ich werde weit weg von hier gehen und ein etwas Handwerk lernen. Und ihr werdet nie wieder von mir hören. Ich werde euch am Leben lassen, aber im Gegenzug will ich Informationen. Entweder ihr oder euer Kumpels haben den Bruder meines prominenten Händlers in der Stadt entführt. Sagt mir, wo ihr ihn versteckt haltet und gebt mir euer Wort, dass ihr aufhört, die Leute in dieser Gegend zu belästigen. Und ich lasse euch laufen. Mögen es die Götter vergelten, meine Dame. Wir haben den Jungen kein Haar gekrümmt. Wir haben ihn in unser Versteck nahe Dusturil. Ich werde das Gebiet genau beschreiben, damit ihr es nicht verpasst. Gut, dann haben wir zwei Plünderer. Die nehmen wir nicht mit, weil wir noch keinen Gefangenschaftswert haben. So. Gut. Oh, da haben wir gute Rüstung. Sehr schön. Beinschutz. Ah. Okay, schlechte. Da haben wir einen guten Helm. So. Sonst haben wir ja nichts mehr da. Genau.
Nochmals Beförderung. Gut. Da ist jetzt das Banditenversteck. Und ja, wir müssten jetzt eigentlich ein paar Banditen noch finden. Ich hoffe, es gibt keine schnellen Truppen hier. So, machen wir einen Part. Einen Spielstand. So, wir haben immer noch keine anderen Truppen zur Aushebung hier im Dorf. Was? Tachias von Rodox. Was machst denn du, Tachias? Oder ja, Plünder. Es kann nämlich sein, dass man hier ein paar Truppen verliert in diesem Banditenversteck. Dann greifen wir sie an. So. Ja, nur noch weißen. Kommt die jetzt nicht zurück? Okay. Zum Angriff. Sterben halt die Pferde. Kopf. Gut. Nächster. Okay, dann könnt ihr noch... Ah, oh, da sind noch zwei. Ja, die sind zu leicht. Natürlich. Verluste keine. Plünder könnten wir mitnehmen, wenn wir denn die Fähigkeit haben. So. Dann gehen wir kurz in die Stadt. In welche Richtung ist es? Ja, nicht da. In diese Richtung. Gut. Müssen wir ein paar Sachen verkaufen. Ja, bringt nichts. Mann, oh. Ist egal. Wir haben ja genug Stärke. So, speichern alles. So. Gut. Ja. Oh. Egal, jetzt ist Verstärker. Und machen es dem Erdboden gleich. Das Wasser ist denn laut. Da oben ist einer. Wir gehen jetzt mal geradeaus und greifen andere Banditen an, die jetzt kommen wahrscheinlich. Da ist mal einer, ob das kann ein anderer machen. Solange er nicht mich angreift. Da oben ist einer. Der ist recht gut gerüstet. Gut, gehen wir mal nach oben. Die Angriffe. So.
Vernichtung von Monika. Ha! Keine Chance. Ja, das ist recht gut. Wir haben jetzt Level 2 erreicht. Ist jetzt fertig. Okay. Gut. Und jetzt? Ah, der Ding kommt. Okay, stimmt. Ist ja lange her, dass ich das gezockt habe. Vielen, vielen Dank, meine Dame, dass ihr mich vor diesen Ungeheuern gerettet habt. Hab mein Bruder in Tulgaich auf meine Spur gesetzt? Ja. Ich sagte ihm, ich würde euch finden. Ich rate euch, so schnell wie möglich zu eurer Familie zurückzukehren. Und seid unterwegs vorsichtig. Ohne Rückzugsmöglichkeit fallen die Plünder einen nach dem anderen eurem entschlossenen Angriff zum Opfer. Ihr Versteck und unrechtmäßigen Besitztum gehören nur euch. Gut. So Feucheln könnte ich eigentlich benutzen, ne? Den besser. 12. Auch besser. So. Mehr haben wir leider nicht gefunden. Gut, zuerst noch den hier jagen. Komm schon. Den kriegen wir. Möchte aber noch kurz auf Charakter gehen und hier ein Level nach oben. So, Charisma ist wichtig. Ja, ich handle oder so. Was an dabei, ich brauchen wir nicht unbedingt so schnell. Waffenmeister sowieso noch nicht so. Na gut. Handel. Ja, ist für die Truppe, aber ich möchte selber auch Handel haben, deshalb. Gut, so. Und okay. Na ja, können wir nicht machen, hä? Gut, dann gehen wir weiter jagen. So, jetzt haben wir mal eine 1:1 Situation sozusagen. Wir haben mal bessere Truppen. Die haben ja nichts an. Was wollt ihr? Ergebt euch oder sterbt. Nichts, ich werde euch in Frieden lassen. Ja, ein paar Plünder in Frieden lassen. Sicher nicht. Wir greifen die an und töten die. Aber diesmal per Fuß. So. Viele auf einen losgegangen. So. Oh. Da war meiner. Nicht der Schuss vom Bogen. Ah,
Also der Pfeil. Gut. Machen wir die anderen noch kaputt, komm. Jagen wir den hinterher. Aber wir haben wenig Leben, da hat viel Schaden gemacht vor. Mit dem Schwert. Hm. Und blam. Komm schon, nochmals, komm. Ja, toll. Aber gut. Immerhin. So. Ja, jetzt haben wir hier die Reiter und Stammeskrieger. Wow, Reiter. Ja, das ist etwas. So, 14. Noch besser. Sechsundzwanzig. Sehr schön. Gut. Nehmen wir mal das Teure noch mit. So. Und jetzt gehen wir nach Tulga zurück. Schauen aber auf Marotteure. Wer sind die? Deserteure, genau, nicht Marotteure, Deserteure. Die sind sehr gefährlich. Mal kurz schauen. So. Gut, dann den hier anquasseln. Nun, mein Bruder ist sicher zu Hause. Ich bin mir nicht sicher, was ich mit ihm anstellen soll. Vielleicht auf eine Universität außerhalb Karatias schicken. Dann könnte ich mich wenigstens niemandem beschuldigen. Wenn er in einer Straßenschläge einen auf die 12 kriegt. Aber das ist nicht euer Problem. Hier ist der Rest eurer Belohnung. Sie ist wohlverdient. Das Geld ist höchst willkommen. Ich bin froh, du zu Diensten sein zu können. Gut, nun seid ihr daran initiiert, noch einen mehr zu verdienen? Gut möglich. Was braucht ihr? Erinnert ihr euch daran, dass ich euch sagte, die Banditen hätten einen Verbündeten innerhalb der Mauern? Ich glaube, ich weiß jetzt, wer das ist. Ausgerechnet der Hauptmann der Wache. Nachdem er gesehen hatte, wie viel Profit wir Kaufleute mit dem Grenzhandel machen, beschloss dieser Hauptmann, vor ein paar Monaten eine Karawane zu finanzieren. Leider machte er sich, wie viele andere Handelsnovizen, nicht bewusst, dass große Profiteure mit großen Risiken verbunden sind. Es gab also sein ganzes Geld für die teuersten Waren, also natürlich wurde seine Karawane überfallen und ausgeraubt. Und er verlor alles. Ja, als Konsequenz scheint der Hauptmann sich der Illegalität zugewandt zu haben und um sein Vermögen wiederzuholen. Ich würde wohl dasselbe tun, wenn ich der Himmel bewahre. Je, Bankrott und Ruin ins Auge sehe. Nun hat jeder Wachhaupt, der sein Pulver wert ist, ein paar Diebe und Räuber als Informanten in der Tasche. Aber unser Hauptmann entschloss sich, diese Bastarde Engross einzustellen. Er bringt sich sie in die Stadt, lässt sie sich nach Belieben ihr Unwesen treiben und steckt einen Teil ihres Einkommens ein. Ihr habt bestimmt von Wildern gehört, die zu Waldhütern wurden. Nun, im unglücklichen Land Karate werden die Waldhüter manchmal zu Wildern. Glücklicherweise gibt es noch ein paar tapfere, ehrliche Leute in der Wache, die mir gesteckt haben, wie er vorgeht. Gut. Ah, noch mehr zu reden. Hey, das ist nur Wahnsinn. Nun, hier ist mein Plan. Ich könnte die Sanya Khan dem Herrn der Stadt zu Ohren kommen lassen. Aber das würde eine der Untersuche bedeuten, mein Wort gegen des Hauptmanns. Außerdem können Zeugen gekauft und Beweismittel vernichtet werden. Oder vielleicht gerät die ganze Sache ja in Vergessenheit, wenn der Feind wieder über die Grenze kommt. Und dann ist alles, was ich für meine Mühe kriege, ein Messer zwischen die Rippen. Ihr müsst wissen, dass die Kriegszeiten das Auge eines Königs von einem Reich abwandert und seinen Untertanen leiden. Da haben
ich eine andere gute Idee. Ich habe eine kleine Gruppe Städtler zusammengeschaut. Einige von ihnen in meinem Dienst, andere, die Verwandt an diesem Planet verloren haben. Und wir stürmen das Haus des Hauptmanns und bringen ihn in Ketten vor Sanyachan. Am besten mit ein paar gefangenen Banditen, die die ganze Sache klären. Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der meine kleine Armee in die Schlacht führt. Und ich kann mir keinen besser vorstellen als euch. Also, was sagt ihr? Woher weiß ich, ob ihr die Wahrheit sagt? Nun gut, es könnte ja durchaus sein, dass ich euch Dutzend Banditen gefunden habe, die bereitwillig ihr Leben hergeben, um einen herbeiziehenden Fremden einen falschen Eindruck vom Leben im Altugo zu geben. Ja, ihr könnt natürlich nicht wissen, ob mein Wort von Wert ist. Aber ich denke, dass ich mittlerweile gelernt habe, dass mein Geld Wert von Wert ist. Nur von Worten 500 weitere Dinaren auf euch, wenn ihr mir die letzten kleinen Gefallen tut. Also, was sagt ihr? Nun gut, ich werde meine anführen. Ja, hervorragend. Es ist schon lange her, seit ich so viel auf meine einzige Karte gesetzt habe. Und ehrlich gesagt finde ich es aufregend. Meine Männer und sind bereit, auf euren Befehl auszurücken. Seid ihr bereit? Kurzen Moment. Oh, der letzte Schluck. So, ja, gebt mir das Signal. Gut, also schlagt hart und schnell zu und der Hauptmann und seine Schergen werden nicht wissen, was ihnen geschieht. Der Himmel möge mit euch sein. So, ihr verlasst nun die Schenke und geht auf die Straße hinaus. An jeder Straßenecke stehen nervös aussehende junge Männer. Er erkennt, dass sie Dolche und Knüppel unter ihren Kleidung verbergen. Und als ihr ihnen vorbeigeht, spürt ihr in den kurzen Blicken, die sie euch zuwerfen, eine Mischung aus Angst, Erwartung und Stolz. Ihr hofft, dass eure Feinde von dieser gar zu offensichtlichen Verschwörung nicht alarmiert wurden und prüft ein letztes Mal eure Waffen, bevor der Kampf beginnt. Oh, ich habe wenig Leben, ja, stimmt. Es ist soweit, Leute, auf sie mit Gebrüll. So. Oh je. Sterben viele Städtler. Konnte ich nichts machen. Okay, wir haben gewonnen. Boah, aber das ist doch so unfair. Könnt ihr nicht heilen? Das Spiel ist einfach unfair. Vor allem am Anfang. Ja, ah, ihr seid wach, ihr habt. Was, ihr habt nur 100 bekommen, nicht 500. Ah, ihr seid wach. Ihr habt euch das ganz schön angefangen, aber es gibt gute Nachrichten. Wir haben sie besiegt und ihr habt ganz schön viel Schaden angerichtet, bevor es euch erwischt hat. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre es sehr schlecht um uns bestellt worden gewesen. Ich bin euch dankbar. Leider wurden ungefähr 13 meine Kumpel verwundet. Ich sollte mich um sie kümmern gehen. Na gut, ihr habt wohl nichts dagegen, für eine gute Sache einen Schlag einzustecken. Ich bin auch froh, euch am Leben zu sehen. Ja, nun ein paar Mal, meine Jungs halten den Wachmann. Wach hat man mir ein paar Messen an der Kinder in einem Hinterzimmer fest. Ich muss ihn vor San Yao Chan schleppen und erklären, wobei es sich bei diesem Friedensbruch handelt. Ihr braucht aber dabei nicht mitzumachen. Ich sage euch, was, wenn alles gut läuft? Treffe ich euch in Kürze wieder in der Taverne und lasse euch wissen, wie alles ablief. Wenn ihr mich nicht in der Taverne seht, sondern meinen Kopf auf einen Spieß über dem Stadttor, dann werdet ihr wohl genug Grips haben, eine Weile der Stadt fernzubleiben und zu vergessen, dass diese Geschichte je passierte. So, hoffentlich treffen wir uns wieder. Ja, ist jetzt nicht gut ausgegangen, aber immerhin. Ein wenig gut. So.
Oha. Ah, Monika Baser, die Sache lief nicht so gut, wie ich erhofft hatte. Sanja Chan konnte meinen kleinen Friedensbruch doch nicht so gönnerhaft übersehen. Oh, er ist schon dankbar, dass ich seinen kriminellen Hauptmann entfernt habe. Eine Wache der Banditen hereinlässt, lässt für den richtigen Preis auch eine feindliche Armee herein. Aber er kann mich nicht hier herumspazieren sehen, sozusagen. Also bleiben Erinnerungen daran, dass er sich um diese Angelegenheit nicht selbst gekümmert hat. Das ist nicht ganz fair. Fair, das ist Kroatien, meine Dame. Könige machen, was sie wollen, und der Rest von uns muss sich anpassen. Er hat mich nicht aufknüpfen lassen und mir sogar seine Zeit gegeben, meine Ländereien zu verkaufen. Hat sogar noch ein gutes Wort bei den anderen Kaufleuten eingelegt, damit sie mir einen fairen Preis machen. Das ist für mich ein König, wirklich sehr gönnerhaft, aber es ist ein schwacher König. Wie sie alle hier, und schwache Könige müssen sich immer um ihre Autorität kümmern und dann erst um die Gerechtigkeit. Ich würde an seiner Stelle wohl dasselbe tun. So, ein bisschen überspringen, hä? Also, seine Chan. Seine Arbeit haben, ja. Na gut. So, jetzt muss ich aber schauen. 428. Ich hole jetzt hier den Baschatur. So. Zum Waffenhändler. Mache ich einfach mal den Schrott hier ein bisschen weg. Die anderen Sachen möchte ich noch behalten. So, jetzt. Gut. Ja. Dann möchten wir mal den Baschetur anschauen. Ausrüstung. Ja, du hast eine schwache Weste. Ja, okay. Ist schon besser mit dem 8 dazu. 24, ja, 29. 12. Ah, 14. 21. So. Gut. Fertigkeiten. Was ist denn gut? In was ist er gut? Reiten, Bogen schießen, Waffenmeister. Ist nur. Hey, das sind Krieger und ist so schön. So teuer, also Kriege sind die unnützesten. Hoppala. Ja, okay, der Part ist jetzt vorüber. Bisschen länger geworden wegen dem ganzen Gerede. Die nächsten Parts werden weniger Gerede, dafür ein bisschen mehr Action und ein bisschen mehr Story. Von mir aus, also vom Rollenspiel-Aspekt. Ja, ich freue mich, wenn es euch gefallen tut. Je mehr Aufrufe so ich habe, desto selbstbewusster kann ich aufnehmen, häufiger kann ich aufnehmen und so. Und wenn ihr Fragen habt oder Wünsche oder solche Sachen, dürft ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben oder per PN. Ja, also Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal, euer Dragobasha. Tschüss.